Und weiter geht es mit Fee laut. Wir. Okay. Da singt er einfach, macht meine. Ist das ein Kahn? Ich wollte gerade sagen, macht einfach meine Moderation zunichte, aber guckt euch mal diesen Kahn an! Lauf, Fellow, ist das deiner, du! Schnuckeliges Ding, mein Freund. Aber leicht gestrandet. Wie kommt man da jetzt drauf? Oh Gott, wer lag denn da? Lag da ein Mensch? Warte mal. Keine Ahnung, wie ich da jetzt hochkommen soll. Ich nehme nicht an, dass der irgendwie. Ah. Alles klar. Guck mal, Longfellow, was ist der getrieben? Angel hat eine Schraube, soweit ich weiß. Farbtopf. Das ist doch bestimmt sein Teil hier. Mit dem ist er angekommen. Mit dem Kenji da. Oh, naja, ist das nicht so nass, wie ich dachte. Also wir haben alles hier in den Ding reingeschmissen, ne? Wir haben uns ein bisschen leichter gemacht, aber auch nicht arg viel. Weil wir ja noch so Schotter dabei haben wie diesen Baseballschläger, den wir gar nicht brauchen. Glaube ich. Ich will nur einmal ein paar Socken finden, dass keine Löcher. Tja, ich denke, dass ja, unser Ding ist viel, viel, viel besser und gegen Gula haben wir auch keine Probleme. Das heißt, das Ding können wir locker wegschmeißen. Also hier reinmachen. Hier haben wir sonst, glaube ich, nichts mehr Neues drin. Gut, den Kryolator habe ich ja schon die ganze Zeit dabei, ohne ihn zu nutzen. Also ist, ja, naja. Hier ist nichts mehr. Ah, bei Hilfsmitteln haben wir noch die ganzen Nuka-Cola-Teile. Genau, die wollte ich auch noch wegmachen. Hier. Da wiegt ja auch jeder jeweils nochmal eins. Und wir sollten das ganze Steak und so weiter braten. Hat er irgendwo eine Kochstation? Ja. Vorsichtig mit dem Werkzeug. Oder ist es schon? Letztens fast einen Finger verloren. Tja, das ist schon gebraten. Perfekt, dann müssen wir uns das merken, dass wir noch dieses Königin-Steak dabei haben. Das ist auch nochmal einiges wert. Und das hier hinten ist einfach nur seine Verteidigungs. Ist das einfach nur seine Wall? Sein hier Steg oder wie ist er? Ja, okay. Alles klar, das bringt ja nicht viel. Ich dachte, man kann jetzt hier irgendwie vielleicht sogar eine Verbindung herwursten rüber zur Insel. Zum Hauptding. Weil ich jetzt sonst schwimmen muss. Was habe ich denn hier für eine Quest eigentlich? Warum soll ich direkt hier hin? Berichte der Railroad. Der Railroad. Von der ersten Zuflucht, okay. Suche. Ah, wir haben jetzt zwei Leute, die wir suchen sollen. Ich beam uns da einfach hin. Das haben wir extra entdeckt. Und da können wir dann gemütlich hinschlappen. Brauchen wir nicht so weit zu laufen. Akkordia. Ja, wo gehen wir zuerst hin? Zum Synth oder zu dem Mensch? Ich weiß es nicht. Was ist uns wichtiger? Oh, hello, dude. What the fuck are you doing, dude? Boy. Hahaha. Stolpere zurück. Das ist eine Schweinerei. Da, wo ich hinlaufe, ist dann direkt jemand. Das ist fucking eine Swinery. Da ist noch jemand. Oh, oh. Er weicht allen Schüssen aus. Durch. Und die Kate. Kate, den machst du, ne? Sehr gut. Ein Schlag und er ist tot. Nice shit, girl. Nice shit, dude. Wir gehen mal, ohne zu wissen, zu wem wir jetzt gehen, nach hier. Zu dem 45er. Der ist ja ultra close. Ich weiß nicht, was der Mensch jetzt einmal getrieben hat. Der sollte irgendwas reparieren. Ah, guck mal. Ja, der ist kaputt. Das heißt, hier liegt höchstwahrscheinlich der Mensch. Der sollte diese Nebelkondensatoren reparieren. Oh. Oh, hi, Mark. Nein. Maler, wo gehst du hin? Kate, machst du den? Wenn er wieder. Kate, da rennt er weg. Kannst du dich mal kümmern? Zwingt in die Richtung laufen, in der ich nicht gut aimen kann, Schweinepriester. Oh. Aster. So, da liegt Ort er. Hat es wohl nicht geschafft. Ah, nein. Ich muss die Nebelkondensatoren selbst reparieren. Shit, dude. Sowas hasse ich ja wie die Pest, ne? Zack. Rebel Riot. Oh. Achtung, Kate. Jetzt geht das Ding auch. Aber brutal. Guck mal, wie der Nebel verschwindet, Kate.
So richtig verschwunden ist er nicht, oder ist es weniger geworden? Weiß ich gar nicht. Naja. Ist hier oben noch einer? Da ist noch ein Nebelkondensator. Sind wir nicht hier mit dem alten Longfellow gelaufen? Ich glaube schon. Achtung, achte mal genau auf den Nebel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die nicht schon die ganze Zeit funktioniert haben und also optisch. Das sieht so aus, oder? Naja. Jetzt noch den da oben, da sind wir durch. Oder? Ist das einer oder ist das schon der Synth? Ne, der ist der nächste. Oh. Da ist doch bestimmt gleich alles voll mit Viecher. Das sind die Wasserdinger. Ah, soll man die nicht auch reparieren? Die Wasserversorgung? War da nicht was? Ah ja, alles klar. Krabben mal! Wo ist denn der andere? Ja. Ich kann mal. Ich reiß dir den Arsch auf! Ach. Oh fuck. Alter, der ist der Import-Docker, zack! Ha! Treffe ich ihn überhaupt noch in die Nüsse? Also. Das hat sicher wehgetan. Und das war's schon. Ich glaube, ich habe auch irgendwas bei der Wasserversorgung. Irgendwas, was wir hätten reparieren sollen, aber. Aktivieren? Ich kann es nicht aktivieren. Kann ich auch nicht aktivieren. Wahrscheinlich fehlt einfach der Strom. Ist das möglich? Seht ihr das da hinten? Da ist irgendwas Grünes. Achso. Frostschutzmittel schwimmt hier rum. Voll der widerliche Teich. Ist in Ordnung. Wah, Güllewasser. Gut. Den Knilch haben wir also gefunden. Da können wir dann gleich berichten, dass er dead ist. Und hier unten ist sicherlich der Sint. Angler. Ist ein Angler nicht was? Ein Angler ist das so ein Vieh. Oh. Ja. Ich glaube, die Angler sind ziemlich krasse Gestalten. Wo ist denn der? Wo genau? Wir speichern mal kurz richtig und gehen ein bisschen closer, um zu gucken, wo der genau hängt. Ich glaube, die sind im Wasser und haben dann diese Dinge. Ist er das schon? Also das eine ist eine richtige Pflanze, das hier. Und das da drüben ist der Angler. Komm, ich gebe ihm direkt mal ein bisschen. Okay, nicht wirklich. Ja, doch, ein bisschen treffe ich. Mehr. Ui. Spuckt einfach mit... Oh, fuck. Oh. Okay. Die sind schon irgendwie... Ist mir hinter mir noch einer? Nee, ne? Das sind nur seine Viecher, die einschlagen. Okay. Okay, das wäre echt nice, wenn du auch kommen könntest. Kate. Der trifft mich ja. Oh, jawohl, Kate, gib ihm, Kate! Mach ihn down! Ja! Bam! Ah, nachladen zum Ende hin. Sehr gut, Kate. Lass mal gucken, was das hier für Sachen sind. Köderkraut. Hier ist auch nochmal eins. Oh. Okay, jetzt kann man nicht pflücken. Ich wollte schon sagen, shit. Haben wir hier direkt wieder einen. Die Angler. Coole Viecher. So, wo ist er denn? Da drin. Oh, das sieht irgendwie tot aus. Oder ist es nur eine Mattress? Okay. Hier ist eine Blutspur. Wo? Wo ist eine Blutspur? Ist das hier eine Blutspur gerade? Und der Futter in der Dose. Ich habe jetzt hier nicht wirklich eine Blutspur. Ist das Blut? Pff, was ist denn Blut? Was laberst du? Ist doch kein Blut. Ach. Ich erinnere mich, der ist da vorne, glaube ich. Der ist irgendwo in so einem Haus links an der Seite am Wasser. Da ist doch eine Blutspur. Das sieht doch... Hier ist Blut. Jetzt sehe ich's. Ah, da ist er 100 Pro drin. Der alte Gauner. Oh jo, da steht er rum. Hallo? Fallen... Frisch Fleisch aus dem Nebel? Oder? Mir egal, ob Meyerlurk oder Mann. Ich suche keinen Ärger. Ich muss nur jemanden finden. Einen jungen Mann mit weißem Haar. Hilf mir.
Dann verschwinde ich. Ja. Wir haben ihn gefunden. Eine der Nebelkreaturen hat ihn angegriffen. Er verblutete. Warum das Fleisch wegwerfen? Hier, bitte. Ist noch übrig. Oh. Jetzt geh. Und komm nicht wieder. Die haben den gegessen. Ich weiß nicht, ob ich sie nicht vielleicht einfach zerfiste. Aber immerhin waren sie böse. Der Boss ist gnädig. Entschuldigung. Aber nächstes Mal ist gnädig. Ja, wir dich. Nächstes Mal. Warum sind die so gut gelaunt? Warum wollen die mich nicht direkt zerfisten? Weil sie jetzt ein Ding bekommen haben oder was? Ein bisschen Synth-Fleisch. Okay. Ja gut, ich lasse sie mal, weil ich meine, die sind immerhin kloppen sie mich nicht, oder? Und die haben halt noch jemanden gegessen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wenn man hungrig ist, muss man da halt mal durch, nicht wahr? Das sind die Abgaben. Wir haben hier unten noch, sprich mit 4D. Wir haben da oben noch. Na, was aber. Was ist da im Nationalpark? Lass uns da mal kurz hinschlappen. Was ist denn da? Dieses ganze Rumgelaufen macht mich müde. Kate. Das ist. So behält man seine Figur, Kate. Wenn man schön am Schlappen ist. Und nicht so viel isst, Kate, ne? Ich werfe jetzt kein Auge auf dich, aber. Ihr habt gemeint, sie sieht langsam aus wie so eine richtige Crack-Nutte, aber ich muss sagen, oder ich finde, sie hat sich irgendwie schon gebessert. Ich finde, sie ist schon wirklich nass. Wir haben sie auch komplett geheilt, von daher ist es völlig in Ordnung. Ah, guck mal, jetzt ist der Nebel echt komplett weg hier in dem Bereich. Ja, die Kate hat sich schon wirklich. Die ist schon wirklich not bad. Aber sie ist halt langsam, sie kommt nicht wirklich nach. So eine langsame kleine Frau. Ich jump hier mal rum. Keine Abkürzung. Shazam, Shazam. Was war da an dem Teich? Keine Ahnung. Ah, warte mal. Da ist doch immer was drin. In deiner Dinger da. Ah, super. Nein. Teich. Egal, wir lassen uns überraschen. Hier haben auch wieder einige Sachen, die wir entdecken können. Oh, ist aber viel Wasser. Hier sind bestimmt einige Anglerviecher, oder? Gucken wir mal kurz. Okay, wir sehen hier noch keine. Wahrscheinlich reicht die Entfernung. Ist zu krass. Naja. Oh, passt auf, hier kommt's gleich ganz dicke. So, Timlos, warum ist der so ultra fett? Warum hat der eine schicke Haarbürste dabei? Hat doch gar keine Haare. Munition, Kronkorken. Was du auch findest, wir teilen. Kate, wer ist hier auf dem Klo? Niemand. Sitzen. Okay, guck mal. Da läuft es einfach vorbei. Oh, da hinten ist was, oder? Nee, doch nicht. Sehr verwunderlich, dass hier nichts ist. Eigentlich ist das doch der optimale Platz für diese. Hello, Wild Geel. Ah, ja, ich erinnere mich, dass. Beziehungsweise, ich kann mir denken, dass es dieses Ghoul-Nest ist, das ausräuchern soll. Ja, scheiß doch die Wenden. Ich will dir nicht in den Arm schießen. Ach, fahahaha. Oh, in den Baum geschossen. Lucky Boy. So. Baba. Und du auch. Baba. Und du da hinten auch. Wo ist der? Da. Der hockt da auf dem Klo rum. Ah, ist abgefackelt. Ja, das müssen wir freiräumen und höchstwahrscheinlich gibt es dann, wenn wir es freigeräumt haben, einen neuen. Oh, cool. Einen neuen Platz für uns zum Bauen. Davon ist auszugehen. Das war's schon. Lächerlich. So. Nein! Ja, das hatte ich eigentlich vor, genau, dass es hier angeht. Der ist echt stark, der Kerl. 41 sogar. So viel wie für den Maler vorhin. Für den Angler. Maler, Angler. Ist ja praktisch dasselbe Wort. Oh, wie ungeschickt. Nicht dein Bein. Wie kommt denn dieses Spiel immer darauf, dass ich auf die Beine schießen will? Sollte nicht automatisch Dinge ins Visier genommen werden, die deutlich näher an mir dran sind? Als Sachen, die verdeckt sind. Naja. Was ist denn hier? Haben wir jetzt hier vielleicht.
Oh ne, hier kann man nicht bauen. Ich dachte, wir können jetzt hier bauen. Hallöchen, hallöchen. Da ist eine Blutprobe noch für uns. Und ich würde sagen, wir erkunden noch ganz kurz hier den restlichen Teil. Da hinten war noch ein Flugzeug, da ist noch eine Höhle. Da ist noch was ultra close. Irgendwas ganz Großes. Was ist das für ein Ding? Ein Hotel oder was? Oder so ein Bunker, eine Bunkeranlage. Cool. Aber ich denke nicht, dass man hier noch runterfahren kann. Okay. Ja, Cliff's Edge Hotel. Alles klar. Dann haben wir hier noch was. Und da rechts ist auch noch was. Eine Siedlung oder sowas. Und da ist nochmal ein Medical Center. Wir laufen erstmal nach da vorne, dann immer rechts an den anderen Dingern entlang. Oh, wie viel haben wir denn jetzt schon? Ah, wir laufen doch schon ein ordentliches Stück hier rumgerannt. Oh, das ist aber weit weg. Vielleicht gehen wir erstmal da rechts hin. Dann gehen wir lieber über links an dem Rest vorbei. Das hier scheint irgendwie näher zu sein von der Aufteilung der Karte her. Ja, das ist schon da vorne. Oh, das ist eine Basis. Das sieht aus wie eine große Basis von irgendjemandem. Aber es sind Nebelkondensatoren, das heißt, vielleicht sind hier Nationalpark, Besucherzentrum. Vielleicht sind hier irgendwie Leute. Ach, Kate. Hat sein Bein erwischt. Da kann man bauen. Da ist ein Ding, eben hing es kurz. Wartet, ist hier noch irgendwas? Aha. So. Oh. Ha, wer hat denn hier die ganzen Fallen aufgestellt? All the return. Crown Kicks. Oh. Scheiße, jetzt ist die Leiche komplett weggesprengt. Okay, also das hier scheint unter der Kontrolle der Guten zu sein. Das war der Fallensteller, oder? Ja. Oh, da muss doch hier irgendwo jemand sein. Das ist das, was war das? Nationalpark, ne? Okay, aber hier ist niemand. Dann lassen wir das mal so stehen und gehen noch weiter. Hier zu dem Medical Center. Haben wir jetzt schon wieder geheilt? Ah ja, stimmt, wir heilen jetzt ja von alleine. Hab ich ganz vergessen, geil. Sehr nice. Wo gehe ich denn hin? Davon ist doch gar nichts mehr. Oh. Hört ihr das? Oh, ein Bär. What the fuck? Geht's los? Ein riesiger, fetter Bär. Kate, mach du den Bär mal down. Meine verdammte Schulter. Verdammt! Wow! Coit! This is a buyer! Coit! This is a coincidence! Oh shit, nein! Die Ultra-Pistole. Ich weiß nicht, die müssen wir noch Munition holen. Oh nein, Kate ist hingefallen, du Lurchkopf. Soll ich für die jetzt... Ja komm, wir verbrauchen für sie einfach mal ins Stinkpack. Immerhin ist ja unsere Mitbesitzerin. Wo ist er jetzt hin? Hä? Ah, da. Ja, fall mal hin. Bock. Weg ist er. Hier drüben ist noch was. Und zwar... Oh! Wolves! Shit! Ja, wieder... Habe ich ihm wieder irgendwie die Beine geschossen? Das sind meine Lieblingsstile bei Leuten. Beine und Arme, die verdeckt sind. Da habe ich am meisten Spaß dran, hier zu schießen. Wow! Oh. Ja, das ist ein leckeres Wolfsragout. Delicious. Fucking delicious. Ist nichts. Das war so eine kleine Hütte mit Garage. So ein winzigen Auto. Oder ist das ein U-Boot? Könnte auch ein U-Boot sein. Da vorne müsste noch irgendwo was sein. Krass, wir rennen hier nachts einfach durch die Pampa. Und werden gar nicht gefistet, weil wir viel zu stark sind. Hier habe ich die... Das ist ein... Das da vorne ist gar nicht eingezeichnet, dieses Land. Oh, fuck! Alter, Kate, sie ist noch da hinten.
Sie chillt noch ganz da hinten rum. Die ist wahnsinnig. Die ist so wahnsinnig. Sie will einfach alleine herumlaufen. Das da vorne sieht nach einer weiteren Zuflucht aus. Da leuchtet schon mal. Ganz verheißungsvoll. Oh, aber das ist doch bestimmt wieder in der Hand von Kartoffelmännern. Obwohl ich jetzt nichts feststellen kann hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. This is a Nibblekrieger. Shit. Leute, wir sind so bums. Ich hoffe, das ist das Einzige, das hier steht. Oh mein Gott. Vielleicht setzen wir hierfür mal eine Kronkorkmine ein. Aber wie ging das nochmal? Und wo geht das Viech jetzt lang? Das sollten wir genau im Auge behalten. Damit ist es weg. Da hinten ist es. Da unten seht ihr es. Ich weiß nicht, ob das hier hochkommt. Falls ja, ich muss die Kronkorkmine dann schnell legen, weil die mich auch schnell selbst wegsprengen kann. Oh mein Gott. Boah, es hat fast kein Damage gefressen. Okay, die Kronkorkmine sind eigentlich so krass. Die hauen so gut wie alles weg. Das heißt, das ist wirklich ein Ultra-Gegner. Eine Artilleriegranate wird dir gar nichts bringen. Was bringen denn diese Baseballgranaten? Warum gibt es Baseballgranaten? Impulsmine ist gut für die Roboter. Kryomine. Ich glaube, der wird dadurch vielleicht so ein bisschen eingefroren. Ist es noch einer? Nee, ne? Das ist nur irgendein Dreck. Komm her, du Sack. Hier ist die Kryomine. Geht in die. Haha, voll verkryot. Tut das jetzt weh? Ach ja, apropos Kryo, jetzt können wir endlich mal den Kryolator benutzen, oder? Nehmen wir halt mal in die Hand, der Bock. Durch, Bitch, durch. Ach du Kacke, was macht der denn für eine Mega-Attacke? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Don't catch me. Touch me, you snitch. Okay, irgendwie gar nicht so übel, aber es geht gar nicht mal so viel Munition da rein. Ja! Ja, der frisst schon. Was habe ich gerade ausgepackt? Nicht in den Arm. Er kriegt irgendwie überall gleich viel Damage, ist das möglich, ja? Ah, okay. Gebe ich mir jetzt einfach damit. Der Rest. 51 von den XP her, war das jetzt auch nicht so viel. Ha. Der Days. Das. Ja, der war. Ich weiß noch nicht, was er halt an Damage macht. Vielleicht haut er voll rein. Farm der Daltons. Die Daltons. Ich sehe die Daltons nicht. Sind die tot? Hey, Daltons. Mach mal das Licht an. Fäule. Fäule. Kate macht da draußen. Der joggt da draußen vor sich hin. Was hat das jetzt mit dieser Farm auf sich? Oh. Solange der Nebel da ist, okay. Können wir die Kondensatoren reparieren? Stehen hier welche? Wir können ja keine bauen. Wir können ja schon mal keine bauen, das ist klar. Also, weil ich ja nicht in den Baumodus komme. Ja, wir können nur reparieren. Daltons, Moment mal, Daltons, das ist doch die Trulla. Das ist doch die alte Trulla. Wahrscheinlich bekommen wir das hier geschenkt, wenn wir ihre Aufgaben machen. Das ist diese Alte, die sagt, ich bin die letzte Daltons. Ja, das wird so sein. Dann gehen wir einfach weiter. Komm, ist gerade so cool, hier auf Erkundungstour zu sein, auf der Insel. Ist eigentlich jetzt Tag oder Nacht? Ist gut, wenn die Grillen zirpen. Das klingt wohl eher wie Nacht. Obwohl, tagsüber? Das ist wahrscheinlich so ein Scheißhaufen von dem Viech da hinten. Von Ringe sich ins Haar. Oh. Junger, was? Schlinger? Was ist das da? Oh nein, hier sind doch bestimmt überall Angler und so. Soll ich das schnell da hochgehen? Ein einzelner Baum auf. Oh, fucking shit. Schlinger, Vielfraß. Bitte, du kannst nicht schwimmen, oder? Du kannst nicht schwimmen, Freund. Gott will! Nein, warum kannst du das? Verpiss dich! Oh. Kreuz! I need your help, Kreuz! Okay, Kate. Ich rasch jetzt total aus. Ich rasch jetzt total aus. Die widerlich, die Viech. Aster. Zum Essen. Fäule. Es klingt schon.
nicht sehr appetitlich. So, passt auf. Ich gebe ihm jetzt alles, was hier drin ist. Danach nehme ich die Ultrapiste. Oh, Schissel. Und gebe ihm damit... Boah, der ist so krass. Du musst so runterziehen. Wir sind gleich down. Oh Gott! Oh, fuck! Was? Alter, sind diese Viecher stark. Um Gottes Willen. Und ich war wirklich voll auch schon in der Scheiße da gesessen. Ne? Warte mal, wo auch ein Doktor da oben drauf hing war. Da ist er von oben runtergekommen. Oh. Ja, Doktor. Haha, oh shit. Aber Kate, jetzt sind wir vorbereitet. Was haben wir denn nochmal hier für Minen? Wir haben noch die Splitterminen. Wo sind die? Oder heißen die nur Minen? Haben wir keine Splitterminen? Das sind sie doch, gerade bin ich blind. Plasmaminen sind sehr, sehr krass, aber eigentlich sind die Kronkorkenminen ultra krass. Kommt der her? Ich glaube, der kommt her. Oh Gott. Aha. Oh my. Oh my, dude. Wolltest du nicht gerade meine Mine laufen? Alles klar, okay. Wisst ihr was? Wir legen uns mit dem erstmal nicht an. Er geht ja doch nicht mehr in unsere Mine rein. Er ist da drum rumgewitschelt wie so ein Drecksack. Wir belassen es hierbei erstmal bei diesem Baum. Der hat ja scheinbar eh keine weitere Bedeutung. Also im Moment zumindest. Wir haben da kein Questziel, wir haben da nichts. Wir gehen einfach hier dran vorbei. Diese Schlinger sind wirklich ultra... Oh, schade, ich hatte einen kleinen geheimen Eingang. Die sind echt ultra krass. Ich meine, klar, mit einer doppelten Portion Jet hätten wir den sicherlich gepimmelt. Das wäre nicht das Problem gewesen, denke ich. Aber trotzdem... Der ist trotzdem so krass. Da drüben ist es was. Was ist das da oben? Was ist das? Lecker Schmecker. Wilde Kartoffelblume. Karottenblume. Aha. So, komm. Ja. Nass. Fucking nass, dude. Komm mal. Ach komm, ich sag doch jetzt nicht drin. Ach, na also. Fallensteller, wie er sich aufregt. Alter, was hat denn der in der Hand? Was hat denn der in der Hand? Bist du verrückt? Sowas tut doch vielleicht weh, du Pisser. Hörst du mal auf? So. Liegen bleiben. Harpunenkanone. Wow. Hörst du das? Nee, aber ich habe Harpunenkanone. Sieg, dude. Warte, was haben sie denn hier gefangen? Nehmen wir uns halt die Ongel mit. Oh, Industrie. Wow. Kate, was ist hier los? Was machst du? Kämpfst du oder schmeißt du mit Scheiße? Was ist los? Achtung. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Ding an Damage macht. What? Ich weiß, was wir nur noch benutzen. Harpencoinen. Alter, ist die krass. Die ist ja wie der Junkjet, nur halt mit Trapun drin. Mit jemand? Wow, shit, dude. Oh mein Gott, ist die sick. Die ist ja nicht mehr normal, du. Die ist ja nicht mehr normal. Kann man jetzt hier bauen? Hier können wir auch nicht. Heide, nein, wir können hier nirgends bauen. Klebeband. Ja, sonst nichts. Was war in dem... Halt. Was right, Masson? Du magst altes Zeug, richtig? Verstehe ich nicht. Terrarium kann ich nicht lesen. Tja, Kate, du musst halt noch einiges lernen zu verstehen. Komm mit jetzt. Komm mit in mein Terrarium. Wir gehen jetzt noch da hinten hin. Ist hier einfach alles alte Abriss. Oh shit, dude. I got a Horton Cannon. You're gonna die. Okay, aber jetzt brauche ich hier gerade unsere krassen über Harpunen für so einen Kackbär. Just like a cake bee. Nur für einen Kuchenbär. Oh oh. Ich hoffe, dieser Bär stirbt von meinen. Oh! Oh! Hinten ins Bein geschossen. Weg ist. Fuck, Harpune. Die kann man wieder ziehen? Kate. Obwohl, ich war bei den anderen im Menü drin, da war keine Harpune. Vielleicht nur bei großen Tieren. Oder ich hab's vergessen. Ich will es halt nicht wieder zurückrennen, Arsch.
Zurückrennen ist doch Cancer. Fucking Cancer, dude. Pass auf, es wird einem gleich klar, dass man nur diese X-Schuss hat und nie andere haben kann. Und dass hier ein Loch in der Ding ist. Fieg. Da vorne ist noch was, da ist sogar eine Mission. Wo ist denn jetzt eine Mission? What is this? In irgendeiner Fabrik. Dead Reality. Oh. Palaski hat auch hier auf der Insel irgendeinen Scheiß. Atombunker für kleines Geld. Wer macht denn sowas? Warum stellt denn da irgendwie so eine Pappnei? So eine Püppsche. Das kostet doch sicherlich Geld, so ein Bunker, ne? Wenn man da einsteigen will, wie so eine Telefonzelle. Schmeißt einen Puffi rein, bist dann für 30 Jahre da drin. Zum Schutz. Okay. Ich wollte gerade sagen, da sammelt jemand Ghule. Aber der eine Ghule lebt noch. Ach komm. Das geht doch. Hä? Ah, die hat irgendwas mit Zombies gelabert. Glaubt ihr, das ist in der Realität, wo die Leute auch von Zombies wissen? Zombies? Wo es früher Zombie-Filme gab, höchstwahrscheinlich, ne? Was ist denn das? Gerberei, was ist denn hier mit der... Oh. Was hat es denn hier mit der Gerberei auf sich? Das ist jetzt eh... Die Zeit ist eigentlich eh schon um für die Folge. Ich werde jetzt nicht schon reingehen. Da drüben liegen auch noch welche. Mal gucken, was das alles ist. Wer ist da echt? Du bist echt. Aha. Sonst ist keiner mehr echt. Sehr gut. Da gehen wir dann einfach in der Next Folk rein. Die ganze Chance hier. Noch ganz kurz sichern. Ist hier noch irgendwo einer? Aha. Boah. Nee, uns verfolgt nichts. Ich muss schon die Augen zumachen. Bam, Alter. Nicht getroffen. Schade. Da ist noch einer drin. In der... Ach komm, die Klärung machen wir noch. Oh nein, das ist natürlich ein starker Ghoul. Was? Denied. Silberne Taschenuhr, die nehme ich gerne mit. Oh. Oh ne, habe ich jetzt echt daneben geschossen? Was? Der Revolver hat schon echt was, oder? Das ist so nass. So fucking nass. Wow, ist nur die Kate. Ich will den nächsten Ghoul anrennen. Da ist noch einer. Ne, da wird noch geschossen. Okay, war mit da vorne geschossen. Keine Ahnung, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.